Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Intermission und dem Beagle. Wo? Wir verfolgen Leute weiter. Dann einmal kurz. Nein. Waffenmodifikation habe ich zwar erst gemacht gehabt, aber was soll's? So zusätzliche Material Sword ist ganz nett. Magische Attacken auch ganz nett. Aber haben wir auch irgendwas für die physischen Attacken? Ja, ist ganz nett. Aber hier habe ich doch im Grunde nichts anderes, außer dass es halt stärker ist. Ja. Yuffie. Ja. Oho, damit sollten wir weiterkommen. Indeed, das sollten wir. Verstanden. Wir sind unterwegs. Chor 3 hat den Verdächtigen beim Hauptpfeiler gestellt. Schließen wir auf. Beim Hauptpfeiler gestellt? Der hat sich ja ganz schön was getraut. Reißt es, Pack. Gehen wir. Folgen wir ihm? Warte, Chefin. Steh bleiben! Ich verstehe den Mann so. Das ging ja ordentlich in die Hose. Einfach zu ungeduldig. Ja, das ist sie. Irgendwann merkt sich das. Reden wir lieber darüber, wie wir GJ finden sollen. Ich habe eine Idee. Lass uns erstmal einen Ort mit gutem Überblick suchen. Was auch sonst. Zeitstreckung! Leider finde ich, muss das Final Fantasy das an so vielen Stellen macht. Und das meine ich nicht nur jetzt bei 7 im Speziellen, sondern auch das 16er hat ja auch an einigen Stellen. Die gigantische Säule dort hinten? Ja. Das ist der Hauptpfeiler, der die Stadt stützt. Die Wartungsstation, von der die Kollegen gesprochen haben, muss also dort sein. Aha, verstehe. Gehen wir. Was? Was? Okay. Ninja. Ich habe jetzt schon Schiss davor, dass ich mit ihr mal einen Bosskampf machen muss, weil ich komme mit ihr echt nicht sonderlich klar von den Kampffähigkeiten her. Naja. Ich weiß, wen ich dann in Final Fantasy Rebirth nur als Gruppenmitglied benutzen werde. Fertigkeiten. Du kleines
Mist. Zorn der Ninja. Oder den Zorn einer Yuffie. Ja, das trifft wohl am ehesten, ne? Keine Ahnung, was hier ist, aber ich will einmal gucken gehen. Okay, wo? Finde ich irgendwie nervig. Aber ich respektiere, dass sie versucht haben, neues Gameplay einzubauen. Das jetzt unabhängig von Cloud, Tifa und den anderen. Au. Naja. Da unten, ne? Ja. Hab ich jetzt. Wegen vorhin nochmal. Ja. Was denn? Du hast gesagt, Avalanche hätte sich verändert. Richtig. Jetzt fehlt ihnen die Entschlossenheit. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber mit ihrer Splittergruppe zusammenschließen. Ich auch. Was meinst du? Ja. Ich sollte mich nicht verstehen. So. Wirklich guter Mensch. Ich glaube, ich werde ein wenig genau zu stark. Problem. Was sagst du? Ganz wie du meinst, Chefin. Es ist mir egal, was aus dieser Stadt wird. Aber aus den Menschen eventuell ja. Nicht. Es ist schwierig. Wenn man Gutes bewirken will, muss man schon manchmal über Leichen gehen, aber das, was da halt dann von Shinra daraus gemacht worden ist, ohne Rücksicht auf jegliche Verluste, war halt einfach nicht korrekt, ne? Also es war auf so vielen Ebenen nicht korrekt, dass es abstoßend war. Okay. Muss ich nicht verstehen. Klettern wir hoch. Ich denn darüber? Von da aus? Wie komme ich da hoch? Hm. Naja, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Was ist das? Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Ja, ja, weiß ich doch. Ganz vorsichtig. Kein Mucks. Leiser wie ein Mäuschen. Kleine Ninja-Panne. Meister. Jetzt haben wir es bestimmt bald geschafft. Nur nicht nachlassen. Hip, hip, hurra! Hip, hip, du nervst. Sie tut's wirklich. Sie nervt wirklich sehr. Das muss an 1997 toll gewesen sein. Da hat man einfach keine Synchronisation gehabt. Da ist das mit Yuffie nicht ganz so auffällig gewesen. Okay, einmal da hinten.
habe aber die Hälfte der Kisten verloren. Oh. Ui, ganz viele Kartons, süß. Achso, das war wie so ein Minispiel, ja? Hm. Na dann. Boah, sieh dir mal den gigantischen Kasten da an. Bestimmt die Wartungsstation des Hauptpfeilers. Mal sehen. Was es hier gibt. Hier geht's. Warte mal, hier geht's lang. Nee, da will ich doch zurück. Ha, sorry, Kumpel. Geh mal aus dem Weg. Das sah eigentlich danach aus, als müsste es da lang gehen, aber. Also an die andere Richtung, in die ich jetzt gehe. Aber gut, ne? Ach so, okay, ja, jetzt habe ich es verstanden. Aha, okay, doki. Die wird aber streng bewacht. Das sollte uns nicht überraschen. Gebe aber zu, dass die Einrichtung mehr wie eine Waffenfabrik und weniger wie eine Wartungsstation aussieht. Wir sollten jetzt größte Vorsicht walten lassen, Chefin. GJs Leben hängt davon ab. Ei, ei. So, ich kann mich hier ausruhen. Das mache ich nämlich auch. Für 900 klingt gut. 2 für klingt auch gut. Ja, damit kann ich leben. So, die geht mir so die Senke. Jetzt sag uns schon, wer dein Informant ist. Sein Name ist Heidegger. Verarsch uns nicht! Ich frag dich noch einmal. Schon gut, ich sag's euch ja. Es ist Rufus. Verstehe.
ist Hojo. Jetzt bin ich beeindruckt, DJ. Bist du bereit, Chefin? Na klar. Ich lenke sie auf mich. Schnapp du dir DJ. Ein Ablenkungsmanöver? Sehr gut. Aber der Star hier bin immer noch ich. Leider Gottes. Hey, ihr kriminellen Schweine! Was? Wer ist da? Eine ausgesprochen gute Frage. Und? Zaubernde Ninja bei Tag und die geschickteste Materiejägerin bei Nacht. Wer versteckt sich hinter dieser Beschreibung? Leibhaftig stehe ich vor euch. Die einzige weiße Rose Wutais. Die fantastische Yuffie. Oh. Nur ein Kind. Ignorier's. Oh. Wen nennst du hier ein Kind? Sie überlebt dies. Chefin, du übertreibst schon wieder. Wer seid ihr denn? Mutayana? Feindkontakt! Brauchen Verstärkung! Was? Feiglinge. Nicht dein Ernst! Bosskampf! Scheint keinen Bock, also hat seinen Job nicht verstanden, der Kleine. Warum? Aber ich kann Rambo gleich rufen, also alles prima, ne? Warum kann ich ihn nicht mehr angreifen? Hauptsache seine... Auf und vorbei!
Rambo hat wirklich geregelt. Was zum... Achso, nee, Rambo hat nicht geregelt. Tja, vielleicht sollte ich dann auch mal erst machen. Ich hab was für euch. Hier. Das sind ID-Karten für die Angestellten im Shinra-Gebäude. Die bringen euch bis ins Untergeschoss. Dort befindet sich das Labor der Waffenentwicklung, wo Shinra seine Materia-Forschung betreibt. Gibt es die ultimative Materia? Findet ihr sie dort. Okay. Gut, dann beeilt euch. Angeblich planen die bei Shinra irgendwas Großes. Gibt Gerüchte, dass sie Sektor 7 zerstören wollen. Wollt ihr nicht mit reingezogen werden? Beeilt ihr euch lieber. Mhm. Ich sag den anderen Bescheid. Euch viel Glück. Upsala. Sorry, da bin ich voll gegen mein Mikrofonkabel gekommen, obwohl ich nur mein Tempo wegtun wollte. Dann geb ich einen aus. Ich zeig dir, wie man in Wutai feiert. Klingt gut. Wegen Sektor 7! Sag's auf der Splittergruppe! Geht klar! Hey, Yuffie. Machen Sie sowieso nicht. Wir sollten uns auf den Weg machen. Lass uns schnell zum Bahnhof. Okay! Was ist hier los? Terroristen ausgerechnet hier verstecken. Wer hätte das gedacht? Hatten sich aus dem Staub gemacht, bevor die Garde kam. Das beweist doch, dass sie schuldig sind. Wir sollten besser von hier verschwinden. Gehen wir zum Bahnhof. Gut, ab zum Bahnhof. Das war wohl noch mal lang. Oh, hier lang, ne? Nee, warte mal. Das ist der schnellste. Ja, das ist ein schnellerer Weg. Hätte sie mal ihre Mugri-Sachen anbehalten. Hä? Überrascht mich, dass wir von der. Sag mal, was? Jetzt fühle ich mich hier unten. So. Glaubst du, Avalanche konnte entkommen? Ich finde, wir haben gerade genug eigene Sorgen. Das ist wahr. Erinnert nichts daran, dass es sehr lieb ist zu fragen. Jetzt sitzen wir hier fest. Was ist los? Vielleicht nehme ich mir den Tanz mal. Was sind wir denn alle so? Ich? Ich habe gehört. Zur Arbeit zu kommen ist gerade klein. Wo muss ich denn hin? Da hinten? Ja. Kann ich doch nicht ahnen. Yuffie, hast du alles erledigt? Wir kommen vorerst wohl nicht zurück. Gut, dann wollen wir mal. Sorry, aber dieses Taktikspiel mache ich einfach nicht. Ende der Geschichte. Was ist hier los? Wie lange sollen wir denn noch warten? Was ist denn hier los? Derzeit operieren wir durch den Vorfall im Reaktor mit einer reduzierten Anzahl an Zügen. Zudem ist der Bahnhof in den Slums von Sektor 5 gesperrt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Warte seit Stunden. Das gibt's doch nicht. Hey.
Wegen der Explosion fahren jetzt weniger Züge. Wenn ihr den nächsten nicht kriegt, sitzt ihr hier fest. Ihr solltet euch also beeilen. Zug ja schon. Bitte steigen Sie ein. Na dann, viel Erfolg. Und entschuldigt die Eile. Ich kotz gleich. Ist dir schlecht? Geht schon irgendwie. Solange ich stehen bleibe zumindest. Das sieht so falsch aus. Lach nicht. Melfi ist auch immer schlecht geworden. Auf Schiffen und Chocobos. Züge wären wohl keine Ausnahme. Wer ist Melfi? Meine Schwester. Wir wurden zusammen von deinem Vater unterrichtet. Sie hatte großes Talent. Hatte? Kurz vor dem Frieden lief eine von Shinras Maschinen plötzlich amok. Melfi wollte helfen. Das ist meine Rache. Aber ich bin nicht deine Schwester. Ein ID für jede Gelegenheit. Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Lass uns schon gehen. Mir wird sonst noch schlecht. Warten Sie, ich habe Fragen. Sie arbeiten doch für Shinra, oder? Die Terroristen sollen als nächstes Sektor 7 im Visier haben. Schnitt. Haben Sie es wieder auf den Reaktor abgesehen? Hey! Treten Sie zurück! Da ist ein Aufzug. Lass uns gehen. Zeig, was du kannst. Komm schon, komm schon. Hui. Wartet mal. Ach du Scheiße. Welche Etage? Keller. Waffenentwicklung. Nach unten. Vorsicht an den Türen. Wirklich? Was für ein Rückschlag. Von Wutai hätte ich mehr erwartet. Sich mit Avalanche zu verbünden und auf Terroranschläge herabzulassen. Dabei heißt es immer, die Wutaianer wären ein stolzes Volk. Ist wohl auch inzwischen Schnee von gestern. Die Wutaianer von heute sind nur noch lästiges Ungeziefer unter Shinras Stiefel. Oh,
oder? Ihr stimmt mir doch ganz sicher zu. Natürlich. Ganz richtig. Lächeln steht dir. Moment! Nichts da. Ratten aus Wutai nehmen den Umweg. Hoppala. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gleich ein paar unserer neuen Waffen testen. Verdammt! Das war meine Chance. Das eben war die Leiterin der Waffenentwicklung. Ihre Maschine hat Melfi getötet. Beruhig dich, Sonon. Bleib ruhig. Unsere Mission. Erinnere dich. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ich kann deine Wut sehr gut verstehen. Sie hätte uns wenigstens sagen können, wo die Materia ist. Wo führt sie uns nur hin? Wir finden es schon heraus. Irgendwo muss dieses Labor ja sein. Materialeinchen, warte auf mich. Ja, aber das machen wir nächste Folge. Oh, wir können wieder neue Waffenmodifikationen machen. Yuffie. Sie kann den nächsten Slotty machen. Magische Attacken. Ja, bitte. Ah, das präzise Abwehr, Regina. Präzise Abwehr habe ich nicht. Schaden von Sprungangriffen. Ja, bitte. Was mit meinem. Der hat halt 66, ne? Warte mal, ich probiere trotzdem mal aus. Ich kann ja. Meisterdieb. Magisch. Nee. Das sieht wie Materie zusätzlich. Ja, Materia-Slot. Ja, das ist sehr schön. Physische Attacke. Es könnte halt sein, dass sich das doch mehr rentiert. 66, 47, 58. Dafür habe ich halt hier einen Materie-Slot mehr, ne? Er hat auch magische Attacken. Das bringt mir nichts, da ich ihn nicht. Verbindungsslot. Ja, gut, das war doof. Ja, das war doof. Das war doof. Na, egal. Ausrüstung, Yuffie, Stachelsichel. Ich glaube, ich nehme doch das hier, ja. Und zwar. Nee. Dann kann ich noch Gewitter hinzufügen. Widerstand wäre bei ihr aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Ich tausche mal Analyse aus. Widerstand hat er schon, stimmt. Für verbundene Materie. Effekt sinkt um. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Warum nicht? Gut, ihr Lieben, also wir sehen uns wie gesagt in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.